Hallo zusammen bei Black Tree Gaming, heute mit dem FM 2020 Tutorials. Mein Name ist Phil und heute wieder dabei ist unser Achim. Hallöchen zusammen. So, heutige Folge: Mannschaft, die Mannschaftsübersicht, Mannschaftsbereich. Wichtige Sache: Hier wird unser Kader präsentiert in allen Facetten, wunderschön aufgelistet in einer einfachen Tabelle. Wir haben einfach die Möglichkeiten, verschiedene Ansichten, allgemeine Infos, Vertragsangebote, Statistiken. Guckt euch das einfach mal alles durch. Das wollen wir jetzt nicht alles einzeln ansprechen. Wir können verschiedene Attribute uns anzeigen lassen. Guckt euch das an. Schaut euch das durch. Kann nicht schaden. Ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste überhaupt. Aber jeder spielt sowieso, wie er möchte. Ich habe es euch gezeigt. Ihr könnt jede Ansicht einfach anpassen, indem ihr hier drüber geht. Dann könnt ihr per Drag and Drop könnt ihr euch alle möglichen Möglichkeiten hier rüberziehen. Zack. Beziehungsweise mit dem Button taktische Vertrautheit könnt ihr reinnehmen. Da könnt ihr euch komplett frei alles allein zusammenstellen. Dann könnt ihr die momentanen Ansichten könnt ihr euch einfach exportieren. Also ihr speichert die dann in eurem FM-Ordner auf eurem Laufwerk. Oder dann in einem neuen an in neuer in einen neuen Spielstand wieder einfach importieren. Könnt ihr durch mitnehmen, dann braucht ihr sie nicht jedes Mal neu machen. Genau, da ist leider komplett frei. So, was bietet uns die Mannschaftsübersicht an sich? Wir haben hier einmal die kompletten Spieler aufgestellt, wie ich bereits gesagt habe, der ganze Kader, je nach Ansicht verschiedentlich anzusehen. Wir haben die Rückennummern, die wir bestimmen können, bestimmen müssen auch vor der Saison. Wenn wir irgendwann gefragt, dass wir die Rückennummer abgeben, machen wir einfach beim Niklas Tiede zum Beispiel. Der hat die bevorzugte Nummer, Nummer 1, bevorzugte Rückennummer. Haben wir leider schon unserem Stammtorwart, dem Alexander Schwolo, vergeben. Somit können wir jetzt einfach vielleicht die Nummer 29, dem Niklas Tiede, abgeben. Wir können auch einfach, wenn wir auf eine andere Nummer draufklicken, zum Beispiel die vom Lino Tempelmann, dann kriegt der Niklas Tiede die 34 und wenn wir hier nach Nummer sortieren, können wir dann einfach sehen, dass der Lino Tempelmann die eigentliche Nummer vom Niklas Tiede gekriegt hat. Also wir sind hier frei, wir können komplett alles durchsortieren, wie wir es gerne hätten. Die Rückennummer vergeben. Ist es nichts Spielentscheidendes, außer Ausrufezeichen, ihr habt einem Spieler zum Beispiel versprochen bei den Vertragsverhandlungen, dass er die Nummer 10 bekommt. Wenn er ihm dann die Nummer 11 gibt, wird er verärgert sein. Aber dazu auch mehr, wenn wir dann mal in der Staffel 2 unterwegs sind und einen Spieler verpflichten. Da könnt ihr auch gerne reingucken. Genau, hier unten, wenn ihr euch fertig, wenn ihr zufrieden seid mit der Nummernvergabe, einfach mal die Nummern abgeben, die derzeitigen Rückennummern einreichen. Ja, dann sind sie eingereicht. Man kann aber trotzdem noch Änderungen vornehmen. Bis kurz vor Saisonstart. Dort wird man dann nochmal endgültig gefragt, wie es für die kommende Saison ist. Nach der Saison kann man es dann wieder komplett ändern, wie man möchte. Genau. So, Registrierung, wichtiger Punkt. Hier wird aufgelistet, welche Spieler für welchen Wettbewerb registriert werden. Also in der Bundesliga bestehen ja die Regeln, dass wir einfach unendlich viele Spieler, maximal 99, ja, ist nicht unendlich, entschuldige mich. Aber welcher Kader hat schon 99 Spieler? Welcher Verein verträgt es? Wir haben 27 Spieler unter Vertrag, die haben wir alle gemeldet. Dann haben wir noch ein paar zusätzliche Regeln. Wir müssen mindestens 8 Spieler, die zwischen 15 und 21 Jahre, 3 Jahre in Deutschland ausgebildet wurden, haben. Hammer. Grüner Haken davor. Mindestens 4, die beim SC Freiburg ausgewählt wurden, haben wir sogar mit 8. Wir sind bekannt für die Jugendarbeit. Mindestens 12 Spieler. Ja, kein Problem. Wenn ihr das mal nicht habt, ihr habt hier die 99 Spieler, dann holt euch einfach ein paar Jugendspieler hoch. Die 99 werden dafür nicht überlaufen. Dann habt ihr trotzdem die 12 deutschen Spieler. Auch wenn eure Startelf dann aus 11 Brasilianern besteht. Hauptsache, ihr habt diese Regel erfüllt. Hauptsache 21, 12 Spieler im Kader. Genau. Man muss mindestens 15 Spieler melden. Kriegen wir auch hin. Also wir brauchen mindestens 15 Spieler in der Mannschaft. Sollte machbar sein. Genau. Hier, leider
bisschen versteckt, gerade für Einsteiger im Spiel, ist manchmal nicht so gut ersichtlich, kann man verschiedene Wettbewerbe melden. Also wenn wir jetzt Teilnehmer bei der Champions League wären, könnte man hier die Champions League auswählen. Da gelten dann hier oben ganz andere Regeln. Da müsst ihr euch das einfach durchlesen. Wenn was rot ist, dann seht ihr, es ist nicht erfüllt. Ist aber kein Untergang. Dann hilft euch der FM schon, indem ihr dann im Spielverlauf auch einfach eine automatische Registrierung ausführen lassen könnt. Also wenn ihr da euch nicht so gut auskennt, nicht gleich direkt einarbeiten wollt, lasst euch durch das Spiel einfach mal helfen. Genau. Was haben wir hier noch? Wir können uns einfach alle Spieler anzeigen lassen. Alle Spieler bedeutet inklusive Jugendmannschaft, inklusive zweiter Mannschaft. Einfach alle Spieler, die irgendwo mit uns in einem Vertragsverhältnis stehen. Ob man das braucht, sei mal dahingestellt. Da habe ich es doch lieber übersichtlich. Aber jetzt zum Beispiel im Filter können wir uns einfach mal nur die Torhüter anzeigen lassen. Sehen wir, das alles sind Torhüter, die bei uns unter Vertrag stehen. Hurra, hurra, wunderbar, toll. Genau. So, blenden wir wieder alle ein, dass wir vollständig sind. So, da gibt es noch der Team-Export für den Versus-Wettbewerb. Das behandeln wir jetzt nicht. Das ist eine spezielle Spieleinheit vom FM. Das gucken wir uns nicht an. In der Mannschaftsübersicht haben wir dann noch die Nationalmannschaft. Also Spieler, die aktuell auf Länderspielreise sind. Wir sind ganz am Spielbeginn, heißt, wir haben noch keine Länderspielberichte. Wenn wir dann in Staffel 2 mal diese Mannschaft voranbringen, mal ein bisschen in die Saison einsteigen, werden wir hier auch Länderspielberichte sehen. Also nicht nur Spieler, die aktuell auf Länderspielreise sind, sondern einfach auch Spieler oder Länderspielberichte zu den letzten Länderspielen der Spieler. Das war jetzt ein toller Satz, aber ihr versteht bestimmt, was ich meine. So, selbes gilt für die Verfügbarkeit der Testländerspiele. Hier ist auch noch drin, nichts drin, weil aktuell keine Testländerspiele anstehen. Hier habt ihr einfach die Möglichkeit, dass wenn nur ein Freundschaftsspiel veranstaltet wird bei einem Länderduell, können wir sagen, okay, dieser Spieler wollen wir jetzt nicht in dem Freundschaftsspiel dabei haben, der Nationalmannschaft, weil er sowieso schon sehr anfällig ist für Verletzungen oder momentan einfach sehr belastet, sehr erschöpft. Da können wir ihn aus dem Kader zurückrufen. Oder wir sagen, wir wollen da die Verletzungsgefahr einschränken. Auch wenn du jetzt aktuell topfit bist, bleib lieber zu Hause, trainier mit der Mannschaft. Genau, das war's auch schon mit der Mannschaftsübersicht. Also ihr habt gesehen, ihr kriegt einfach eine Übersicht, ihr könnt die Registrierung hier ausführen, bisschen was zur Nationalmannschaft der eigenen Spieler sehen und einfach euch Infos über den aktuellen Kader einholen. Genau. Bastelt euch Ansichten, wie ihr sie braucht, wie ihr sie wollt. Ich habe da keine besonders angelegten Sachen. Ich bin dann lieber wirklich im Teambericht unterwegs oder im Mannschaftsgefüge, in der Taktik, wo ich mir dann einzelne Sachen angucke. Ab und zu gehe ich mal hier ein paar Statistiken rein, gucke mir zum Beispiel die Disziplin von den Spielern an, aber hält sich alles in Grenzen. Genau. Phil, Fragen? Nein, alles okay. Gut, wunderbar. Dann danke fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Wäre super. Kommentiert, lasst ein Abo da, damit ihr immer wieder Neuigkeiten kriegt, wenn wir ein neues Video rausbringen. Daumen hoch wäre super. Es fördert unser Tun hier. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssle.